Hallo Freunde, willkommen in Selendra. Diese Karte ist im Balkangebiet nachempfunden. Da kenne ich mich jetzt überhaupt nicht mit aus. Soll aber über neue Texturen haben, Bäume, Büsche, Boden. Hier auch schon mal Bienen, die hier rumfliegen. Okay, das ist hier schon mal sehr, ja, sehr eng und sehr, mal reingucken kann man nicht gerade. Wie soll ich sagen? Ist schon sehr einfach, würde ich sagen. Spartanisch weniger, aber einfacher spartanisch auch. Das ist schon eine Herausforderung, diese Unterstimme mit diesen Geräten hier. Sehr eng. Sehr eng. Gut. So, da ist ein Drescher und das ist ein Feld. Damit das, also das ist, oh, das ist die Karte. Mir gehört wirklich die ist da. Das Feld und das Stück Hof, das ist nicht viel. Was ist das? Köhlerei oder was ist das hier? Macht man hier? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Also das kenne ich nicht, muss ich sagen, also ist wohl nur Deko, aber ist interessant. Jetzt will ich eigentlich schon wieder aussteigen, ist noch so ein Teil. Da steht noch ein Traktor, ich glaube, den kann man aber nicht einsteigen, nein. Es gibt verschiedene Höfe hier, habe ich gelesen. Simon. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich sprachlos bin. Wem da gibt es eine Kartenumrandung, Berge. Sowas mag ich ja schon mal. Ich fahre einfach mal drauf los, hier liegen Steine rum. Es gibt so viel zu sehen, ich will zu Fuß gehen den ganzen Weg. Hier liegt noch ein verrostetes Teil. Hier ist eine Baustelle. Sieht schon besser aus als Haus. Ne, das wäre mal was. Wir haben interessante dynamische Sachen in LS, die nach und nach einfach fertig werden. Ich denke, das wird dann eher von Update zu Update sein. Das ist ein weiterer Hof. Sehe ich das wirklich? Sehe ich das richtig? Scheint so. Hier ist noch so ein Haus wie meins. Ich stelle mir vor, das sind angelaufene Fenster, deswegen kann ich da nicht so durchkommen. Ein Kuhstall. Das ist ein Kuhstall. Okay. Kann ich nicht reingehen? Ja, das ist alles
Dem Geräusch nach passt es ja auch. Besen rein übergeben. Er ist wirklich. Es ist wirklich spartanisch. Alles wirklich sehr einfach gemacht. Da muss ich jetzt einmal schauen. Das beruhigt. Ich kann solche Sachen verkaufen. Geht ja nicht auf jeder Karte. Aber ich kann die Sachen verkaufen, erneuern. Das heißt, ich kann, wenn ich Geld habe, mir auch moderne Sachen kaufen. Ich habe mir gerade gedacht, was bringt es mir? Ich kann die modernsten Maschinen haben. Kriege kein besseres Haus und keinen besseren Stall und sowas. Das mag ich nicht. Das ist einfach schade. Muss hier irgendwo eine Verbesserung möglich sein. Wirklich 10 Jahre spielt, dass man vielleicht auch dann langsam die Straßen verbessert oder irgend sowas. Das ist sehr holprig und hier bei der Baustelle. Ich wollte eigentlich nach oben, es geht nur nach unten. Ich komme gar nicht nach oben. So. Da ist Map Ende links. Meine gut, hier im breiten großen Drescher fahren ist auch nicht das Wahre. Hier ist eine Tankstelle. Die erkenne ich wenigstens ohne Probleme. Das ist das Feld von mir von unten. Ja, da hat man Frau Rotbalron irgendwas übernommen, aber den Namen nicht geändert. Ist ein Shop, gut. Das ist mein. Jetzt ein Schweinestall, den habe ich gar nicht gesehen. Noch ein Farmhaus, das ist also. Links der, rechts der nächste Hof. Also Bus fährt hier wenigstens schon mal. Ist auch ein Zaun drin, also muss ich jetzt mal einen Pfad suchen. Oder kommt von der Seite. Das ist, ja, das sieht sehr nach Frankreich aus. Aber egal. Soll der Balkan sein? Dann sieht es selber aus. Das ist also der Hühnerstall. Hier ist das Tor, okay. Was soll ich da groß sagen? Also, wir müssen noch da hoch. Also müssen jetzt rechts. Da wollt ihr vorher schon hin.
Wir fahren mal außen rum, da sehen wir mehr. Mit der Power von 25 Stundenkilometern. Aber wie passt? Ist das alles stimmig und passt zusammen? Also hier kann man sich was aufbauen. Links oder rechts? Links. Mit nichts anfangen, so quasi, oder nicht gut, wie nichts einfällt, ein Haus. Eine Schafweide gibt es da oben. Hey, da vorbeifahren müssen. Was habe ich hier? Sägewerk. Das ist das Sägewerk, okay. Gut, laufen wir hin. Ist doch einfacher als zu drehen. Es ist alles da. Wie gesagt, es ist alles stimmig, alles ein bisschen stark gebraucht. So soll es ja sein. Also wer wirklich mit einfachen Mitteln anfangen will, ist hier gut aufgehoben. Hier ist wirklich... Ja. Nee, da gibt es keine Straße. Sozusagen Handwerk gefragt, oder hier ist richtig Power gefragt. Hier muss irgendwie was wollen. Hier geht es auch wahrscheinlich nicht darum, den größten Traktor zu haben. Den größten Drescher. Hier ist, ja, soll man sagen, Überlebenskampf. Oh, das Haus ist bekannt. Diese ist die Schafweide, oder? Hier ist das Haus. Die Schafweide ist das hier. Freie Fläche. Auch das ist stimmig. Es ist alles einfach gemacht. Es gefällt mir wirklich sehr, die Vegetation, die Landschaft ist stimmig. Es ist wirklich toll gemacht. Detailliert. Und alles sehr einfach gehalten. Und es ist recht holprig. Was war noch nicht das Schlimmste, das weiß ich. Und im Süden gibt es noch etwas holprigeres. Viehmarkt. Den Viehmarkt habe ich gar nicht gesehen. Ach, das da hinten ist der Viehmarkt. Das sieht eher kaputt aus. Gut, kein Problem. Hier ist der Hühnerhof und hier gibt es Scheune mit Kuhstall. Das scheint dann für die Hühner zu sein hier. War alles so verlassen, so. Gut, geht nicht auf. Also, mir kommt das alles so verlassen vor. Ah, das ist der Kuhstall.
Deko-Kühe, nicht bewegend. Nee, mag ich nicht. Erinnert sich vielleicht, wenn man den Hof kauft? Ist zu offen? Jetzt ist die Tür, also es dauert ja etwas, bis die Tür aufgeht, das Tor aufgeht. Gut. Der Speicher, das ist ein bisschen größer, der Hof, so wie ich das so sehe. Also ich muss durch den Hof, um weiterzukommen. Das war. Das sieht mir alles verlassen aus, wirklich. Und mich bekommt auch das Gefühl, eher ich will hier weg. Gebe ich zu. Zito-Produkte, was immer das ist, da gibt es Bretterverkauf und Gesteinsbrecher. Dann fahren wir mal außen rum. Gesteinsbrecher. Also mit Drehschemel sich irgendwo festfahren möchte ich hier auch nicht. Da ist wieder eine Baustelle. Wie wird ausgebaut? Das ist der Bretterverkauf hier, oder? Aber ich sage, ich möchte hier nur einfach weg, ist nicht der Punkt, dass mir die Karte nicht gefällt. Also es ist alles wirklich stimmig. Und das ist vielleicht auch das Erschreckende. Es ist nicht gerade der Platz, wo ich leben möchte. Da bin ich schon mal runtergekommen. Hier war ich schon mal. Gut. In den Bogen jetzt oben gemacht. Also ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Wirklich. Also, dann komme zum Fahrzeughändler. Das Ziel nehmen wir als nächstes. Ich bin froh, dass hier kein KI-Verkehr gibt. In engen Straßen, da steht man sich dann eher selber im Weg. Ein großes Wasserfeld, wo ich da nicht gut für mich. Ich bin schon dran vorbei am Fahrzeughändler, das ist nicht wahr. So, jetzt kommt der Punkt, bitte nicht ins Wasser fallen. Das sind die Sachen mit der Karte, wo ich denke, hier Straßen. Das soll eine Straße sein, okay. Und das hier ist der Händler. Das ist der Fahrzeughändler. Und dahinter kommt noch ein. Warum gibt es zwei Fahrzeughändler? Und dann noch nebeneinander. Verkrachte Brüder. Früher waren es zusammen, sie getrennt.
Gut, das ist ein anderer Händler. Ja, doch aus Liebe zum Schrott. Interessant gemacht. Ich will wieder runter noch zum Viehhandel und zum. Das ist ein Farmhaus, das ist noch ein Farmhaus drin. Wir kommen nämlich dann so langsam für mich zum Highlight der Karte. Also wirklich, es ist mein persönliches Highlight, wenn ich da hinkomme. Hier bin ich falsch. Noch so eine Abrissbude. Lagerschuppen. Was sind das da alles? Das war wahrscheinlich meine Werkstatt, so wie es aussieht. Doch. Mein Gott. So, jetzt muss ich erstmal hier rausfinden. Was man noch die Augen zu und arbeiten? Also als Singleplayer finde ich das hier für mich eher deprimierend. Also mit mehreren kann man sich was aufbauen, da kann man Spaß haben, schätze ich. Aber einer alleine? Kann man da blühende Landschaften ausmachen? Da ist die Map zu Ende. Das ist nicht gut. Ich muss hier links irgendwo her. Ich hadere eigentlich damit, ob ich euch das zeige überhaupt. Oder ob ich das selber erkunden lasse. Es ist. Wie soll ich sagen? Wir kommen wirklich. Welcome to the jungle. Ihr seht auf der Karte eigentlich keinen Sinn, warum man da runterfahren sollte. Ich weiß es nicht. Aber um Spaß zu haben, probiert es aus. Also wir können es mal so versuchen. Es wird nicht besser, nicht schlechter, wie man will. Das ist Rallye-Tour. Querfeldein. Ich brauche ein bisschen Überblick. Und das ist das Harmlose noch hier. Hier geht's los. Schnell fahren sollte man nicht. Und schlecht werden sollte man auch nicht. Bin jetzt mal fies, ich beende das Video jetzt hier. Versucht selber, schaut es euch an, das mache ich euch jetzt nicht vor. Genießt es selber. Kommt her, guckt es euch an. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es ist interessant für euch. Bleibt interessant, bleibt bei mir, abonniert den Kanal, aufs Glöckchen. Bleibt gesund, mir gewogen, bis zum nächsten Mal.